ist die haben jetzt einen Wert. Ja, das ist, also ich finde, gerade das finde ich halt auch, weil was wir oftmals, die Dame des Hauses ist oftmals jetzt fit. Ja, ne, weißt du, und schau her, das, du siehst das jetzt, mir zwei, ich bin doppelt so alt wie du. Ja, nein, ja, ich ganz, aber. Ja, wie alt bist du? 32. Danke. Hier, 38. Ja, also. Ja, ich will, also ich kann auch jammern. Ja, ja, nein, nein, aber bist gut benannt, also gibt's gar nichts. Ja. Aber siehst du mal, ich meine, du hast auf jeden Fall 330 Watt Leistungsdiagnostik, würde ich dir diagnostizieren. Schätzungsweise, wenn du eine machen lassen würdest. Das habe ich zu der besten Zeit bei der Kamera. Ich bin schon mal mit dem Wasser zwischen den 10 Marathonen zu fahren. Also okay, ja, ja, ich auch. Da habe ich viel Zeit mehr. Aber sagen wir mal, 310 hast du schon noch. Ja. Bin ich sicher. Ja. Und ich bin jetzt bei 237. Also ich bin abgefallen die letzten Jahre. Ist jetzt aber auch, ich habe natürlich auch nicht mehr trainiert. Ja, und ich mein, aber sagen wir mal so, ich tue halt Gesundheitsradler, weißt du? Ja, ja, ja. Ich sage so, ich will mich wohlfühlen. Schau her, ich bin jetzt darauf mit einem Pulsschnitt. Sag ich dir schnell. Was schätzt du? Ja gut. Von unter bis her? 100, in deinem Alter 120. Schnitt, Durchschnitt. Durchschnitt? Ja, 100, mehr mit 120 hast du recht gehabt. 119 Schnitt? Ja. Ja, genau. 19 Schnitt. Nee, das stimmt nicht. Moment mal. 137. 137. Da bist du ja doch noch relativ fit. Also, 137. Dem Alter, dem nee, ich bin jetzt alles mit 142 fahren. Weißt du? Ja. Das hat ja mit dem Motor nichts zu tun. Ich fahre, ja, weißt du? Fahrst halt dann dementsprechend. Genau. Ich fahre nur nach Puls. Ich fahre nicht nach Geschwindigkeit oder sowas. Ja. Und schau her. Da schiebt sich der jetzt selber noch. Siehst du? Ah, jetzt da. Du hast ihn da quasi noch. Ich schalte ihn jetzt ein. Und dann kann ich sie sogar schalten, weißt du? Der hat immer die gleiche Trittfrequenz. Nein, ich finde das wirklich, also ich bin auch ein bisschen in der Fahrradtechnik drin und bin jedes Jahr auf der Eurobike. Aha. Und woher bist du? Ich komme aus Wissen, ja. Ich habe mich beim Aro-Steigerung. Aber gesehen habe ich schon mal. Für Skitourer auch da. Ja, ja, genau. Haben wir uns gesagt, ja. Das kann sein. Ich bin immer oben bei den Skitouren oben. Weißt du, ich mache die Fischentour. Ach so, jetzt da. Ja, das finde ich auch super, das ist... das. Die www.fischentour.com. Aha. Ja, die sollte ich kennen, schon. Mein Baby. Das ist gut, ja. So was, das finde ich super, wie gesagt. Auch solche Geschichte. Das wird einfach der Bräutersport. Ja. Das ist genau das, die Leute nach Feierabend. Also, ich habe heute einen harten Tag jetzt. Ich gehe nicht mehr darauf da. Aber mit dem Biwak schon. Und mir geht's gut. Ja, ja, das glaube ich. Also ich finde das. Wie gesagt, ich mein, wenn man zwei, dreimal in der Woche aufs Rad kommt, ja, dann ist das ganz schnell. Tut man sich da hart. Das ist ja nicht so richtig durchsetzt, dieses Ober. Kommt. Der kommt jetzt. Warte. Weißt du? Ist ja bloß zum München eigentlich. Nein, nein, es ist so. Der war bis August 12 Grad verzahnt. Ja. Und jetzt ist er schräg verzahnt. Ach so. Und seitdem ist er so leise. Aha, dann macht das Getriebe nämlich so Rad auch. Der hat Pfiffen. Aha. Ja, ihr habt das schon mal gehört auf der Eurobike. Genau. Das war immer so ein Gezeise da. Ja. Und das ist jetzt weg, das hörst du ja. Er hat zwar immer ein bisschen Geräusch, aber das ist Kegelrad. Weißt du? Der geht ja auf die ganz normale Hellotech-Welle. Auf die Shimano. Da wird der Ritzel aufgeklebt oder kommt so. Nein, nein. Mit einem konisch geschlitzten Ring. Aha. Aufgepresst mit 58. Aha, okay. Newton. Sag mal. Weißt du, da haben wir so Werkzeuge. Ja. Wir bauen ja die Motoren alle selber ein. Das machst du dann in deinem Bad, oder? Ja, ja. Das heißt, das macht bei uns die Xafe. Und? Ich habe keine Zeit. Und wie machst du das dann oben, das Loch, das Bohr einfach durch? Ja. Da haben wir so einen langen Bohrer. Ja. Mit zwei Durchmessern. Ein Durchmesser so dick wie das Ritzel. Und dann schiebt man nach. Und wie weit steht der dann im Sattel oben rauf? Ja, ja. Okay. Ja gut,
Gell? Das ist jetzt ein 52er Rahmen. Aha. Da ist jetzt immer noch so viel Platz. Das heißt, der geht ungefähr bis unter der, unterhalb der Schraube? Der geht ungefähr daher. Okay. Da den ist ja befestigt mit zwei Schrauben. Aha. Da bauen wir durch. Und da den ist die Elektronik. Aha. Da ist der Controller. Ja gut, aber und da habe ich den Akku. Ich sage jetzt mal, die Elektronik, wenn man da jetzt eine verstellbare Sattelstütze fahren möchte, kann man die ja irgendwo anders vielleicht noch unterbringen. Nein. Also die umzubauen ist sehr schwer. Okay. Also eine verstellbare Sattelstütze wird mehr werden im Moment. Das ist leider so. Aha. Aber sagen wir mal so, du bringst in der Downhill-Rad leider nicht rein, weil du hast kein gerades Sattelrohr. Du hast immer unten irgendwo eine vom Gelenk. Die laufen mit Fleckrecht aufs ganz Sitz, genau. Ja. Und das ist ganz, also das ist ja auch ein Pulli, aber der hat halt die Technik mit der Blattfeder. Das ist ein Musiker. Das ist ein Steinbach. Ah, okay. Das ist ein Kitzbühler. Ja, das sind die moderne Radgeometrie mit ja. Den Scherbewerken und kurzen Gitterscherben. Da ist ja, ja. Das ist immer großartig schmiedig. So ist es. Und wenn man dann 20-75er hast oder so, 25er, und dann ist es noch blöder. Das ist schon die Balance, ja. Mhm. Das ist ein bisschen. Das ist schon. Ja, aber es wäre im Prinzip wieder ausgeschlossen, dass man das in so einem Toro nicht macht. Wenn sich da ein Rahmenhersteller bereit fährt, ja, ja. Da war es trotzdem. Aber da müsste es schon viel Klimmzug machen, du musst den mehr rausholen können, weißt du? Ja, ja. Du musst ihn einlegen. Also man müsste aufmachen. Ja, freilich. Also das ist schon bestimmt eine Aktion. Aktion. In Zukunft nicht so undenkbar. Ich kann ja erfahren, gerade die wir trotzdem sportlich fahren wollen. Ja. Naja, aber der Antrieb da unten, der reicht. Und ich glaube nicht, dass es jeder erkennt, dass du da mit Elektrofahrrad fährst. Das ist nicht so wichtig. Also, ich schreibe sogar hinten auf. Ich habe ein E-Bike. Also du schreibst schon hinauf, ich habe ein 6 Kilo Rad. Ja. Verstehst du mich? Ja, das ist schon klar. Du musst einmal mit dem 7,5 Kilo Rad darauf fahren. Du war Wunsch, warum ich heute mit dem darauf fahre. Ja. Ich bin ja nur unterwegs, da fahre ich so extreme Sachen sowieso. Mhm. Und da tue ich halt die Hand auch schon leichter, wenn ja. Man 80 Kilo auf Freeride. Genau. Das ist, jetzt hält dann das Berg auf, fahre schon irgendwo. So, schön. Tipptopp. So, gehst du noch nicht? Ich hab nachts so dunkel. Ja, ja. Ich hab keine Lampe dabei. Schau her. So warst du schon. Ja, ich hab's, aber meine ist beim letzten Gewitter, wo ich vom Ackerstuhl ab bin, ist schon wieder verreckt. Lupin. Die ist oben, ich habe eine Helmlampe da, der Hannes ist. Aha. Und die hat irgendwie nass gehabt. Ach, Wilma? Ja, genau. Ja, gib mir sie. Ich weiß nicht, was der fällt. Also irgendwas. Ja, gib mir sie. Weißt du, ich steck sie ein, leicht da vorne, bloß kurz Licht und dann ist sie aus. Ich bin Händler, weißt du? Ach so. Kann ich dir mal mitgeben. Ja, gib schon mal mit, schmeiß sie rein. Ja. Was ist jetzt, Freunde? 2,4er, 2,6er? Sowas. Du brauchst jetzt Sache, halt 4 LEDs hat sie. Ja, ja, das schon, aber leicht. Wie alt? 2 Jahre? 4 Jahre. 4 Jahre, ja, ja. Ja, da ist ja, der Akku kann sich wiegen, weil ich habe einen zweiten Akku und der war auch normal. Also das ist